Guten Morgen. Wow, frei. Es ist mittlerweile Freitag, das heißt, es ist der erste, zweite Tag, in dem ich vlogge. Und ich habe ja schon einen Vlog hochgeladen mit dem Titel Vloggen kann ich immer noch nicht. Und Leute haben gemeint so, hey, ist doch voll gut so, du kannst voll gut vloggen und so. Ich meine ja damit aber, euch Sachen erzählen, mit euch kommunizieren. Weil schließlich heißt der Kanal so und ich bin halt schlecht im Reden so. Wir reden eigentlich auch nie miteinander. Deswegen versuche ich heute einfach mal ein bisschen mehr mit euch zu reden, euch ein bisschen Dinge zu erzählen, die ihr auch gefragt habt. Unter anderem klären wir auch die Frage, in welchem Verhältnis sie zu mir steht. Und jetzt gehen wir erstmal wieder zum Bäcker. Im letzten Video war das dann der Lidl, weil wir keinen Bäcker gefunden haben, der uns getaugt hat. Dann gehen wir nach Barcelona rein, treffen dort Judith. Und wer Judith ist, erzähle ich euch auch gleich. Ich würde schon zwei Stück essen, glaube ich. Okay. Anstatt Lidl ist es jetzt dieser Supermarkt geworden und wir haben statt Baguette oder sonst irgendwas jetzt Eis. Oh, weh. Willst du jetzt vier Eis essen? Das ist so richtig cringy und machen so, yay, wir sind in Barcelona und wir sind Touris. Okay. Zum Thema, ich muss mehr reden, ich kann euch ja mal so erzählen, wie wir die Stadt bisher finden. Das Ding ist, wir können sie überhaupt nicht einschätzen. Und irgendwie ist es komisch. Außerdem haben wir das Gefühl, dass wir die ganze Zeit komisch angeschaut werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es ist komisch. Ja, wir sind einfach zu schön. Das Ding ist, wir treffen Judith erst um 3:30. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Stunden. Oh, guck mal, da vorne ist ein Park oder so. Und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Yay. Guck mal, eine Brezel. Wenn wir uns jetzt hier schon mal die Zeit vertreiben müssen, können wir direkt klären, wer bist du, sag mal. Was soll ich denn sagen? Richtig, meine Cousine. Achso, ja, aber eigentlich bin ich zur Hälfte Türkin und deswegen ist sie meine Cousine. Okay, cool. Gut, dann wäre das ja auch geklärt. Folgt mir einfach auf Instagram, da ist es eigentlich ziemlich eindeutig. Werbung machen kann ich. Und jetzt gehen wir noch ungefähr so 20 Kilometer weiter. 1 Kilometer. Ja, 20. Ein? Ja. Man sieht die aber auch nirgends so. Das ist ja eigentlich so, das Sagrada Familia ist so das höchste Gebäude in Barcelona. Ich glaube, man sieht jetzt gerade. Ich will da rein. Ich glaub, hier so ein komischer Park. Da so die Sagrada Familia. Sie so, ich will da rein. Das ist so unspektakulär. Ja, dann schau dir meinen Park mal an. Du kannst auch gehen. Aber ich bin schon fertig, ich hab schon gesehen. Irgendwie freue ich mich gerade mehr auf das vegane Essen als auf diese Kathedrale. Also wie ich mich gerade eben über diese Kathedrale freue. Eigentlich freue ich mich auch überhaupt gar nicht darüber. Ja, was machen wir jetzt auf Judith warten? Und da sind halt auch überall diese Leute mit diesen Seifenblasen. Da ist Judith! Hallo! Hallo! Thank you.
Okay, also wir sind jetzt vegan essen und ich habe ja gesagt, ich stelle euch jetzt auch Judith vor. Hallo! Das ist Judith. Judith war mit mir in der Realschule, so quasi in so einer Dreiergang meine beste Freundin. War, deswegen, keine Ahnung. Jetzt chillen wir eigentlich nur mit ihr, weil sie uns Barcelona zeigt. Hättest du mir das gesagt, hätte ich mich schick gemacht. So aufgestylt in High Heels. So eine kurze Kleidung. Gerade eben die pure Unterhaltung. Wir haben original nur 2 Crepes bestellt und Churros. Er hat so eine halbe Stunde gebraucht. Der Crepe ist ein Pfannkuchen geworden. Schau mal, wie klein meiner ist. Das ist nicht mal ein Crepe. Nee, von der Teigmenge her ist es ein Crepe. Er ist auch nicht durch. Und sie hat für ihre bei ihren Churros 1 Euro mehr bezahlt. Für 3 Tropfen Schokolade. Für 3 Tropfen Schokolade. Aus der Tube. Und er hat sich so viel Zeit gelassen. Ja. Video nicht geclaimt wird wegen Copyright-Verletzungen oder so. Aber wir gehen jetzt noch hoch ans Dach, machen ein paar Fotos und dann müssen wir uns noch. Kannst du einfach die Musik leiser machen? Nein, ich stelle mich jetzt einfach hier ins Bad, mache die Tür zu und dann rede ich hier. Und dann muss ich mir noch Jeremy's Next Topmodel angucken, weil ich morgen Jeremy's Next Topmodel drehen muss. Vielleicht, da ist jetzt voll. Ich wette, da ist jetzt niemand. Da ist noch niemand. Da ist es einfach niemand da. Ja! Es war schön!